Also nochmal, worum geht es hier? Wenn nach Abschluss des Vertrages eine bessere Verwendungsmöglichkeit der Ressourcen auftaucht, als im Vertrag vorgesehen, dann sollte aus ökonomischer Sicht der Vertrag aufgelöst werden. Denn per Definition ist ja dann mindestens mal eine Kaloriksverbesserung drin, denn die Verlierer könnten ja kompensiert werden, und wenn die Verlierer tatsächlich kompensiert werden, dann stellt die Vertragsauflösung sogar eine Pareto-Verbesserung dar. Wer ist der Verlierer der Vertragsauflösung? Natürlich die Seite, gegen deren Willen der Vertrag aufgelöst wird. Und Gewinner ist der Vertragspartner, bei dem sich die bessere Verwendungsmöglichkeit für die Ressource aufgetan hat. So, und bei der Auflösung so eines Vertrages kann es natürlich Probleme geben. Die schauen wir uns heute an. Erstes Problem. Bei der Auflösung eines Vertrages haben wir zwangsweise ein sogenanntes bilaterales Monopol, denn einen Auflösungsvertrag können nur die bisherigen Vertragspartner schließen. Also ist da keine Vertragsfreiheit mehr gegeben, weil nur diese beiden ursprünglichen Vertragspartner als neue Vertragspartner in dem Auflösungsvertrag in Frage kommen, und deswegen haben wir da eine Monopolsituation. Und das kann zu ineffizienten Resultaten führen. Auf jeden Fall ist dann kein effizienter Marktmechanismus mehr möglich. Zweitens entstehen beim Auflösungsvertrag natürlich zusätzliche Transaktionskosten, neuer Vertrag muss aufgesetzt werden, durchgesetzt werden und so weiter. Diese Transaktionskosten können so hoch sein, dass die Auflösung dann nicht mehr lohnend ist. Und drittes Problem bei der Auflösung von Verträgen ist, dass natürlich sichergestellt werden muss, dass der Vertrag wirklich nur dann aufgelöst wird, wenn es effizient ist. Wenn dadurch also mindestens eine Kaloriksverbesserung realisiert wird. Insbesondere bei diesem dritten Problem geht es um Opportunismus. Zum Beispiel könnte ja der Vertragspartner, der die bessere Verwendungsmöglichkeit der Ressource gefunden hat, dem anderen Vertragspartner quasi erpressen, indem er sagt, ich löse jetzt den Vertrag auf, außer du zahlst mir mehr als im ursprünglichen Vertrag vereinbart. Okay, also eine Art Nachverhandlung, außerplanmäßige Nachverhandlung. Wir müssen also rechtliche Regeln finden, wahrscheinlich Schadensersatzregeln, die dazu führen, dass Verträge nur dann aufgelöst werden, wenn es auch wirklich ökonomisch sinnvoll ist. Zur Lösung der drei genannten Probleme hier müssen wir uns aus rechtsökonomischer Sicht fragen, was würden die Parteien im ursprünglichen Vertrag vereinbaren, um den gemeinsamen Gewinn zu maximieren? Also um erstens sicherzustellen, dass, wenn sich eine bessere Verwendung der Ressourcen ergibt, diese alternative Verwendung auch wirklich wahrgenommen wird. Zweitens sollten dabei möglichst wenig Transaktionskosten entstehen. Und drittens muss sichergestellt werden, dass der Vertrag nicht einfach so aufgelöst wird, sondern nur, wenn wirklich ökonomisch eine Situation hergestellt wird, die eine Kaldo-Higgs-Verbesserung darstellt. Wir schauen uns jetzt einen Fall an, der aus einer älteren Auflage des Schäfer-Ott entnommen ist. Und zwar lautet der so. Die Maschinenbaufirma V verkauft als Fixgeschäft einem Markt nicht erhältliches Bohrgerät, welches speziell angefertigt werden muss, für 100.000 Euro an den K1. Für die Verwendung des Gerätes installiert K1 Anlagen im Wert von 10.000 Euro und sein erwarteter Gewinn aus der Verwendung dieses Gerätes beträgt 50.000 Euro. Kurz vor der Fertigstellung des Gerätes bietet Firma K2, die ein derartiges Gerät dringend braucht, einen höheren Preis. V verkauft und übereignet das Gerät an K2. Eine spätere Lieferung nach Neuherstellung hat für den K1 keinen Wert mehr. Jetzt gibt es drei Fallvarianten. A. Der Preis, den K2 bietet, beträgt 120.000 Euro und der K2 erwartet sich dadurch einen Gewinn von 10.000 Euro. Fallvariante B. Der Preis, den der K2 bietet, ist 170.000 Euro und erwartet daraus immer noch einen Gewinn von 10.000 Euro. Und in Fallvariante C haben wir
Immer noch ein Preis von 170.000 Euro, den der K2 bereit ist zu zahlen. Immer noch ein Gewinn von 10.000 Euro, aber noch zusätzlich den Sachverhalt, dass der K1 jetzt nicht nur seine 50.000 Euro entgangene Gewinn verliert, sondern auch seinen Ruf, seinerseits pünktlich liefern zu können. Und er schätzt, dass das für ihn einen weiteren Verlust in Höhe von 50.000 Euro bedeutet. Und dieser Schaden ist nicht nachweisbar. Das sind die drei Fallvarianten. Und wir fragen uns jetzt, welche Auswirkungen auf die Allokation des Bohrgerätes und auf die Anreizstrukturen von K1 und V ergeben sich, wenn V Schadensersatz leisten muss. Und zwar in Höhe erstens des negativen Interesses des K1, zweitens des positiven Interesses des K1, drittens dessen, was er durch den Vertragsbruch erlangt. Und unterm Strich fragen wir uns, wie sind diese Auswirkungen ökonomisch zu beurteilen? Wow, das ist... Okay. Wir fragen uns also...